Denk dran, du musst Licht anmachen, ansonsten blinkt da vorne die ganze Zeit durch die Gegend. Geil. So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier jetzt im BMW, den ich euch schon im vorherigen Video gezeigt habe. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne nochmal gucken. Bestandsaufnahme BMW E39 523i, Benziner. Was war das? Der Wagen ist 97er Baujahr, der ist schon ein bisschen älter, ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, sieht aber eigentlich noch gut aus. Wir haben sogar ein Telefon hier. Hallo, Merkel, bitte einmal Corona absagen. Danke, tschüss. Genau, ich würde sagen, wir drehen erstmal eine Runde damit und dann gucken wir uns den Wagen mal in Ruhe an. Was ist das hier eigentlich? Oh, süß. Warum klappen die Spiegel am besten aus? Das Fenster geht nicht. Wir drehen eine Runde, gucken mal, was der drauf hat. Also der fährt sich auf jeden Fall wie so ein Schiff, wie so ein Boot auf dem Wasser. Auch von der Federung her. Also fahren tut er sich ganz angenehm. Das Lenkrad ist ein bisschen riesig. Aber das soll erstmal nicht stören. Also sitzt sich auf jeden Fall sehr gemütlich. Es ist, als würdest du im Sofa sitzen. Irgendwie im Wohnzimmer so auf dem Sofa. Den Fernseher dazu haben wir hier auch. Ist schon mal schön. Der Wagen ist vielleicht nicht der beste mehr. Vielleicht ist da schon einiges. Also wie gesagt, das Fenster geht nicht. Die anderen gehen auch nicht. Die gehen nur von da aus, wo es geht. Da ist wohl irgendwo ein Kabelbruch in der Tür. Das kann man auf jeden Fall nochmal gucken. Und was noch problematisch ist. Achso, jetzt geht die Tür auf. Ansonsten geht die nicht auf. Naja, was soll's. So, achso, ich habe mich nicht angeschnallt. Wie unvorbildlich. Wie unvorbildlich. Die Automatik ist aber sehr langsam, finde ich. Der nur reinlatscht. Wo ich reinlatscht gesagt habe, habe ich reingelatscht. So lange hat es gedauert, bis da irgendwas kommt. Hat er überhaupt noch Tank? Oder bist du denn? Boah, die Kühltemperatur ist todeshoch. Spaß war mit. Du merkst in der Kurve, du fliegst so durch den Sitz. Irgendwie ist der Sitz so haltlos irgendwie, ne? Geht, aber gibt Schlimmeres. Aber es ist halt, als würdest du auf der Couch sitzen und die wird sich auf einmal bewegen. Das, weiß nicht, ob das gut ist. Der Blinker funktioniert auch. Also ich muss sagen, so vom Fahren her kann man auf jeden Fall machen. BMW E39, 5er BMW für die Leute, die sich mit diesem ganzen E-Kram nicht auskennen. Ich weiß auch nicht, E 1, 2, 5, 6, 39, 37, 36. BMW E36 kenne ich, 46 kenne ich, 39 kenne ich, 60, 61 kenne ich, 90, 91 kenne ich, aber diese E-Geschichten, da weiß ich alles nicht. Du. Das weiß ich alles nicht. Haben wir hier eigentlich so einen Dingsknopf hier, den hier? Was passiert, wenn man den lange drückt? Den Knopf für die Dings darfst du nicht drücken, die ist unter der Hutablage, dann kommt die hoch. Nein? Nein, Spaß. Kann man auch selber schalten, geht das gut? Oder braucht der ein bisschen? Naja, ist halt 24 Jahre alt, ne? 23. Kommt so langsam. Hey, der hat geschaltet, ich habe gar nicht geschaltet. Oder schaltet der irgendwann selber? Im Drehzahlbegrenzer. War ich da eben? Was kann man denn so testen? Das ist die erste Bestandsaufnahme hier. Also das Wagen, ja, perfekt. 1A. Der Wagen ist so weit, also vom Fahren her kann man das auf jeden Fall machen. Wie gesagt, das Lenkrad ist mir ein bisschen zu groß. Aber ansonsten ist es ganz in Ordnung alles. Vom Fahren her sehr gemütlich, Automatik, ja gut. Ich weiß gar nicht, gibt es ja einen Schalter, ja, ne? Bestimmt. Lederausstattung, auch sehr schön. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an, vielleicht alles, aber Schiebedach, oh ja, Schiebedach. Schiebt man das nach hinten? Achso, nur mit hier, ne? Das geht sogar. Krasser Scheiß. Aber man kann nicht nur das Dings aufmachen, ne? Dass man durchgucken kann quasi. Das ist zusammen, ne? Das ist kein Fenster. Okay, schade. Also wenn ihr rausgucken wollt, wenn ihr euch so einen Wagen holt und ihr wollt rausgucken, dann müsst ihr das auch aufmachen. Also im Regen oben rausgucken würde ich. Na, den gibt es auch mit Fenster. Und der hat auch das. Achso. Okay. Ja, ich kenne mich mit BMW nicht so aus. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so ein BMW-Fan. Aber naja. Wir haben jetzt, wie gesagt, das ist eine Bestandsaufnahme hier zu einem unserer Projektautos. Den einen habt ihr ja schon ein bisschen kennengelernt, ihr werdet auf jeden Fall in Zukunft noch die anderen Wagen kennenlernen, den Alpha. Kommt als nächstes, dann den Hyundai Coupé noch, den Bora noch und alles so, was wir noch holen an Fahrzeugen. Unsere ganzen Projekte halt. Die werdet ihr alle kennenlernen. Wir werden Bestandsaufnahmen machen, Probefahrten machen, uns die Wagen angucken, auch nach Möglichkeit auch mal von unten angucken. Am meisten Planung steckt im Moment eigentlich im Hyundai Coupé. Das ist auch ein sehr interessantes Auto für Leute, die damals, wie gesagt, Need for Speed Underground oder Underground 2 gespielt haben. Da war dieser Wagen vertreten und es war einfach ein legendäres Fahrzeug und ist es immer noch. Und da freue ich mich auch richtig drauf, den Wagen. Guck mal, was aus dem passiert, du. Auf jeden Fall brauchst du einen Spoiler. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Ganz wichtig. Ein Japaner ohne Spoiler ist wie ein Chinese ohne Stäbchen, keine Ahnung.
Lass mal einfach so stehen. Es ist schon für die Preisklasse auf jeden Fall, für die man diese Wagen momentan gebraucht bekommt, ist es auf jeden Fall schon mal was Ordentliches, wenn man in den Bereich, ich sag mal, luxuriös einsteigen möchte. So, na, das ist jetzt kein Rennwagen, das ist jetzt auch kein Sportwagen oder sonst was, nichts, wo man jetzt großartig Spaß auf der Autobahn hat. Das Ding ist halt für gemütliches Fahren, für Komfort. Dafür könnte man sich so einen holen. So. Wie gesagt. Es gibt natürlich andere, ne? Ja, es gibt es auch noch mit Power, aber ich meine jetzt so mit so ein 523, ist das 523, ne? Mhm. 523, der ist schon eher so zum Cruisen. Da kannst du nicht großartig, da kannst du halt reinlatschen, aber passiert halt nicht viel, ne? Also. Passiert halt nicht viel. Das Lenker steht halt ein bisschen schief, aber ist egal. Das ist egal. Und das Fenster geht hier nicht. Diese ganze Scheiße. Die ganze Elektronik in dieser Tür funktioniert nicht. Funktioniert die Box? Ja. Gut, die funktioniert auch. Die Rest, da wahrscheinlich Kabel gebrochen oder sowas. Das kann alles sein. So, ich würde sagen, wir fahren mal zur Garage und sehen uns in der Garage wieder und gucken uns dann einfach mal alles von außen an. So, wir sind offiziell draußen angekommen. Wo rennst du hin? Guck mal, pass auf, wenn ihr euch so einkauft, ne? Guck mal hier. Die rosten hier gerne. Weil hier ist so eine Schweißnadel, ja? Hier ist so eine, da unter auf jeden Fall. Hier sind die Teile aneinander geheftet und hier rosten die gerne. Wie er auch auf jeden Fall. Worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, sieht man das im Video? Ja. Hier ist diese Kante, diese Ding ist nicht vorhanden. Woran liegt das wohl? Neues Seitenteil, Rost, die Geschichte, ne? Darauf achten. Wenn sowas sein sollte, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, hier irgendwo oben seht ihr dann so einen leichten Lackunterschied. Ebenso wie hier unten. Ne? Als kleiner Tipp. Dann verblasst der Scheinwerfer. Das ist auch nicht so schön. Boom. Was sehen wir? Wie Sie sehen Sie nichts. 6 Zylinder, 2,3 Liter, dreckig wie Sau. Was wir hier sehen, ist ein schöner Kühler ohne. Hört sich jetzt komisch an, aber Rosette nennt man diesen Trichter vom Lüfter. Macht aber nichts. Lüftet auch so. Sportluftfilter, wenn ihr Sound haben wollt, für günstig. Sportluftfilter, nicht eingetragen, aber Sportluftfilter und laut. Wir haben sehr gerne Ventildeckeldichtung, undicht, hier sieht man das ein bisschen. Da ein bisschen feucht ist es da, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video gut sieht. Der Rest, ja auch so ein, hier so ein bisschen, so ein hinten, das ist egal. Motortechnisch lassen wir so stehen. So, ansonsten sieht davon aus ganz gut aus, hier eine kleine Beule. Vielleicht kümmern wir uns darum, ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt der Wagen auch weg, vielleicht auch nicht. Man weiß es alles nicht. Steinschläge haben wir ohne Ende. Das sieht nicht schön aus. Wir haben hier auch Rostansätze. Das sieht auch nicht so schön aus. Nicht so schön. Egal. Das PLD zeigt sich auch nicht mehr so schön aus, ist aber nicht schlimm. Hier. Da hat einer mal gefuscht. Was ist das? Hier fängt er auch schon an, mitten in der Mitte. Hier auch. Rost. Naja, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, das ist die Bestandsaufnahme vom BMW E39523i. So. Der Wagen, was wir daran machen werden, weiß ich noch nicht. Das wissen wir ja noch nicht. Das werden wir mal gucken. Auf jeden Fall das Frischwasser, das zeigt ihr aber. Das ist ja klar. Guck mal, meine Tür zu. Jetzt geht's. Na, doch, da weiß jeder was. Das nächste Projekt habt ihr eigentlich in diesem Video schon gesehen, wer darauf geachtet hat. Ne? Immer nicht nur im Vordergrund des Videos gucken, sondern auch vielleicht im Hintergrund. Wer hat es dann schon gesehen? Das nächste Video kommt auf jeden Fall die Tage. Den meine ich nicht. Das Video kommt die Tage und ich würde sagen, bis dahin erstmal reingehauen.